Gut, war jetzt nicht so überraschend jetzt die letzte Runde und darum bemühen wir uns, das jetzt hier besser zu machen. Okay, ich habe auf der Karte gesehen, die Polizei. Deswegen würde ich einfach sagen, wir biegen hier. Ne, warte. Ach, verdammt. Na gut, hier können wir auch abbiegen. Okay. Aber schon lustig, ja? Die Sequenz eben, da sah es so aus, ob die Sonne scheint und hier ist wieder Regen. Gut, wollen wir mal ein bisschen die Polizei veralbern. Ach, verdammt. Das klappt ja nicht so gut. Okay, wir sind aber schon fast am Ziel, kann man sagen. Und jetzt sollte es auch kein Problem sein. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Mission immer noch nicht zu Ende ist. Da geht noch was schief, Junge. Da, weiter. Jetzt müssen wir bestimmt wieder so eine Mission machen, wo wir ein Päckchen zum nächsten Empfänger bringen müssen. Sozusagen der Postbote. Ja, das machen die Postboten auch immer. Harter Job und so. Das ist auch der Grund, warum sie dann immer so schlechte Laune haben, wenn man sie empfängt an der Tür. Pfeifen. Nee. Okay, die machen jetzt telepathische Kommunikation, ja. Gut, das Gebäude habe ich jetzt nicht erkannt, ich weiß nicht. Aber muss wohl irgendwo in New York rumstehen. Hier ist es ja wirklich noch so, dass es wirklich die Städte sind. Bei GTA sind ja fiktive Städte. Halt die Hauptstädte hier in der richtigen Welt nachempfunden. Aber hier ist noch alles New Yorkisch und Los Angelesisch und ja. Jetzt kommt der Rocky-Sound. Ich hab's. Was war das? Das war unsichtbare Wand. Ich hab's so gesagt, das ist nicht zu Ende. Und vor allen Dingen, wir haben das Schadensmodell noch. Das macht das hier nicht einfach. Das hätte ich denken müssen, aber das konnte ich auch jetzt gar nicht wissen, ja. Ich kann mich ja nicht an jede einzelne Mission erinnern. Gut, aber jetzt biegen wir einfach mal hier ab. Du wirst verfolgt, hä? Von wem werde ich verfolgt? Okay. Von wem werde ich... Ah, von meinem Schatten. Nee. Oh, Junge, fahr doch mal ein bisschen langsamer. Hey, was ist das da? Coole Schuhe. Nee. Wir gucken jetzt nicht nach Damenschuhe an Plakaten. Erst recht nicht, wenn wir verfolgt werden. Von irgendwen. Ich weiß ja nicht mal von wem, ja. Mann. Ist doch schrecklich. Zu wissen, dass man verfolgt... Ey. Ach du, naja, fließt das mit 3 Meter, Junge. Zu wissen, dass man verfolgt wird und sieht keinen. Aber jetzt sehen wir einen. Ich sehe auch gleich, dass ich die Mission wieder nicht schaffen werde. Ja! Oh, mein Taxi! Ja, alles klar, Junge. Ey, Penner, was wollt ihr? Haut ab! Ich habe euer Mickey Mouse Heft nicht gestohlen. Geht hier gefälligst ins Fünfbüro. Da lassen sie öfter sowas liegen. Mann, ihr Pfeifen. Oder besucht euren Arzt, da liegen die Teile auch immer rum. Blöd, Männer. So, jetzt mal hier so rum. Oh. Jetzt mal hier so rum. Ich bin falsch gefahren. Oh, ich höre es schon wieder. Nein! In die Ecke, los! Mann, hau ab! Mann, du Penner! Ey, ihr seid aber auch Pfeifen, ey! Nochmal das Ganze. So richtige Pfeifen, weißt du? So original Pfeifen hier in New York. Gut, aber wir müssen nicht alles machen. Das ist auch gut. Ja, also da hat man schon ein bisschen an was gedacht. Ich habe doch gewusst, die Mission ist blöd. Ich habe es genau gewusst. Immer bei den Cowboy-Typen. Immer selber, ey. Das ist ja auch gar nicht unser richtiger Auftraggeber, habe ich das Gefühl. Wir hätten wirklich uns an den anderen Typen halten sollen hier mit der Karre. Vielleicht hätten wir da ein bisschen weniger Probleme.
Vielleicht ist das ja aber auch wirklich so. Immer bei diesem Auftraggeber hier, dass der immer besonders schwierige Aufträge hat. Kann ja sein. Habe ich mich jetzt noch nicht mit auseinandergefasst. Aber könnte ich mir gut vorstellen. Und wenn man das Spiel halt mehrmals durchspielt, dann weiß man, aha, komm, da probierst du jetzt die Mission, weil die andere langweilig war. Tschüssi, das war einer. Ein Verfolger. So, oh, Junge, Junge, Junge. Vor allen Dingen hart wär's, wenn ich jetzt danach nochmal irgendwo hin müsste. Oder wenn das jetzt hier noch mit Zeit gehen würde. Mann, ja, beat up, Penner. Ich kann gleich wieder von vorne anfangen, ja? So, bin ich auch mal gespannt. Vielleicht brauche ich auch nur zum Ziel kommen. Weil es ist jetzt schon ziemlich hart, also. Boah, Mann, ey, der... Ja, der... Los! Komm schon! Oh, versuch zu entkommen, wie denn? Ich habe keine Chance mehr hier, bumm! Okay, Leute, ich habe die Mission jetzt nochmal neu begonnen, weil es für mich gänzlich unmöglich war, das zu schaffen. Und ja, wie ihr seht, habe ich es doch tatsächlich fast geschafft, hier ohne Schaden anzukommen, aber nur fast. Denn ich vergesse immer meistens, dass man hier auch, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber man kann tatsächlich auf der Straße hier auch schleichen. Ja, also man kommt hier, wenn man langsam fährt, doch gut an den Polizisten vorbei. So, aber jetzt geht's weiter. Ich überspringe jetzt einfach mal die Cutscene, die habt ihr ja schon gesehen. Okay, los geht's. Und ich bin in guter Hoffnung, dass das jetzt alles ein bisschen besser klappt hier. Denn wir haben ja geringeren Schaden. Aber... Trotzdem haben wir diese unbekannten Verfolger. Oder auch nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung, wer die Leute sind. Das wird uns hier nicht gesagt. Aber das braucht uns auch gar nicht interessieren, denn wir müssen hier dieses Paket oder was auch immer ein Mickey Mouse Abo zum Ziel bringen. Ja? Und da haben, jetzt sind wir so unsere Verfolger wieder an uns dran. Und mal sehen, wie ich das jetzt hier meistern werde. Ey, was ist das für... Oh, habt ihr das gesehen? Das sah eben voll Graffiti-mäßig aus, aber das war nur so ein komischer Grafikfehler des Spiels. An meiner Playstation kann es nicht liegen. So, okay, da rammeln sie uns schon wieder durch. Oh, naja, ich überlege noch, ob mir das gefallen wird. Was? Nee, natürlich gefällt mir das nicht. Aber das ist ja auch völlig egal, okay. Ich dachte, der biegt jetzt nicht ab. Ach man, diese Mission hier. Vor allen Dingen, wir haben von New York eigentlich noch gar nicht so richtig die schönen Seiten gesehen. Denn wir sind jetzt hier eigentlich nur im Regen gefahren. Ey, was? Den habe ich jetzt gar nicht kommen sehen. Naja, was soll's. Okay. Ja, aber irgendwie müssen wir diese Gegner noch abhängen. Auch wenn ich jetzt hier geringen Schaden habe, ja. Okay, da vorne ist das Ziel. Also, ich habe jetzt hier schon wieder so lange an der Mission gebraucht. Okay, warte. Ich versuche sie abzuhängen, was gar nicht so leicht ist, ja? Ach, meine, es ist aber auch so blöd im Regen alles. Okay, komm, machen wir mal so hier. Vielleicht klappt das ja. Okay. Komm. Schön langsam. Jetzt bleibt mir schön von die Pelle, Leute. Ey, was bist du? Bist du schon wieder? Nee. Okay, ich hab's geschafft. Mann, das war ja schon wieder eine blöde Mission. Schaut mal da hinten im Hintergrund. Seht ihr die riesen Häuser? Ich finde, es ist cool gemacht. Aber jetzt werde ich erstmal speichern, bis gleich. Jupp, im Kasten. Und ja, die Häuser haben mich ja damals als Kind ziemlich toll gefallen, ne? Aber jetzt machen wir weiter. Vielleicht gibt es noch eine Cutscene oder wir kommen ins Versteck oder sind noch nicht fertig. Aber eigentlich sind wir schon fertig. Hast du ihn? Haben Sie irgendwas versucht? Sie haben dich verdrahtet. Oh nein, verdrahtet. Jetzt können wir uns nicht mehr bewegen, oder? Oder wie macht man das? Nee. Okay. Noch eine Mission? Oder ist das jetzt fertig?